Ja, dann ein herzliches Grüß Gott noch einmal zum vierten und letzten Webcast aus der Reihe Erneuerbare Energiegemeinschaften. Diesmal geht es um ein Spezialthema, wo ich jetzt gleich sozusagen den Herrn Matthias Nadrak und Sebastian Gstaltner sozusagen das Feld überlassen werde, die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Glaube ich, ein Pflänzchen, das in der Vergangenheit eher im Verborgenen geblüht hat. Darf Sie aber einladen, wir werden alle Webcasts dieser Reihe, alle vier Stück, sowohl auf unserer Homepage als auch auf der Homepage von Enixi zum Wiederanschauen haben und freuen uns natürlich auch, wenn Sie das Angebot dann entsprechend gerne wahrnehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch viele spannende Minuten mit den zwei Herren zur gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage. Danke. So, herzlich willkommen zum Teil 4 unseres Webcasts. Nachdem wir die ersten drei Teile mit den neuen Typen der Energiegemeinschaften verbracht haben, möchten wir jetzt auf die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage eingehen. Wie sich die treuen Zuschauer schon noch erinnern können, haben wir in Teil 1 ganz kurz darauf verwiesen, der Chronologie halber, dass es eben schon vor den neuen Typen eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage gab, welche im 16a LWOG geregelt ist. Und jetzt wollen wir den Teil 4 eben genau dieser Erzeugungsanlage widmen. Wir haben anders als bei den neuen Typen der Energiegemeinschaften kein Erfordernis einer juristischen Person. Es ist kein formaler Zusammenschluss. Es ist einfach eine Ansammlung von verschiedenen Verträgen, die quasi die Grundlage bildet. Wir haben eine starke geografische Einschränkung, nämlich auf ein Gebäude. Es ist quasi die Hauptleitung eines Gebäudes, die im Mittelpunkt steht. Daraus ergibt sich, dass wir natürlich nicht zwischen Häusern Energie teilen können, sondern wirklich Einschränkungen auf ein Gebäude. Wir haben anders als bei den neuen Typen, die eben auf dem ERG 2020 beruhen, keine Gemeinnützigkeit. Das erspart natürlich gewisse Überlegungen. Und wie schon angesprochen, es sind einzelne Verträge, die quasi die Grundlage bilden. Und der Hauptanwendungsfall ist hier auch schon abgebildet, ein Mehrfamilienhaus, wo eine Photovoltaikanlage am Dach steht. Und dieser Strom wird eben den Eigentümern oder Mietern zur Verfügung gestellt. Und wie das genau in der Praxis abläuft, wird uns der Matthias gleich verraten. Ich übergebe jetzt an dich. Dankeschön. Also wie gesagt, der Paragraph 16a, gemeinschaftliche Erzeugungsanlage, dieses Konstrukt ist bereits seit 2017 im LWOG verankert und bereits auch seit 2017 für die Umsetzung möglich. 2017 haben wir aber, was die Transformation der Stromnetze und vor allem die Digitalisierung betrifft, ein komplett anderes Bild gehabt wie jetzt. Technische Grundvoraussetzung ist wie bei den Energiegemeinschaften auch der Smart Meter. Und da war vor 5 Jahren oder beziehungsweise jetzt schon 6 Jahren noch keine Rede davon, beziehungsweise der Rollout war wenig fortgeschritten. Momentan ist es so, dass wir in mehr als der Hälfte der österreichischen Haushalte und Unternehmen Smart Meter vorhanden haben. Was natürlich bedeutet, dass die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage jetzt flächendeckend auch umgesetzt werden kann. Die Vorteile sind natürlich überragend. Es ist nur eine Erzeugungsanlage, ein paar Verträge, wie du schon gesagt hast, und auf derselben Hauptleitung, das heißt ohne das öffentliche Netz zu benutzen, können auf derselben Hauptleitung mehrere Abnehmer eine Erzeugungsanlage nutzen. Und das bei kompletten Entfall der variablen Netzkosten, weil wir hier eben nicht mal die unterste, also die niedrigste Netzebene nutzen zur Verteilung, sondern das wirklich auf derselben Hauptleitung passiert. Ja, wie schaut die Konstruktion einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage aus? Es muss natürlich einmal eine Erzeugungsanlage geben. In unserem Musterfall ist das eine PV-Anlage am Dach eines Mehrfamilienhauses. Oder natürlich auch, das Mehrfamilienhaus ist jetzt eher so die kleinere Ausgestaltung. Das geht dann im größten Fall bis zum Einkaufszentrum, dass halt die einzelnen Geschäfte auf derselben Hauptleitung angeschlossen sind und dort auch die, sagen wir mal, dann richtig große Photovoltaikanlage am Parkdeck oder vom Parkplatz oder von der Fassade oder was auch immer nutzen können, um Strom zu verteilen. Dann geht es um einen Errichtungs-, Betriebs- und Wartungsvertrag mit den teilnehmenden Berechtigten, der einfach regelt, dass die erzeugte Energie unter den teilnehmenden Berechtigten aufgeteilt wird. Hier wieder die Wahl zwischen statischen und dynamischen Aufteilungsschlüssel.
Die teilnehmenden Berechtigten müssen natürlich einen Zusatz zum Netzzugangsvertrag haben. Das heißt, die Auslesung der Viertelstundendaten über den Smart Meter muss genehmigt werden und der Betrieb dieser Gemeinschaftsanlage muss dem Netzbetreiber gemeldet werden bzw. beim Netzbetreiber angesucht werden. Und dann sind wir eigentlich gleich wieder bei dem Thema Datenaustausch, Registrierung im energiewirtschaftlichen Datenaustausch und damit dann auch bei etwaigen Überschuss, der aus einer Erzeugungsanlage stattfinden kann, die dann eben einem Energieversorger oder zum Marktpreis eingespeist wird. Und ja, die Vorteile, wie gesagt, liegen in den eingesparten Netzkosten, auch wieder in der Preisautonomie. Wie wir uns schon unterhalten haben, das bin ich natürlich als Gebäudeeigentümer, habe ich die Möglichkeit, mich da am Marktpreis zu orientieren, weil wenn mein Mieter oder Miteigentümer einer Wohneinheit jetzt am Markt, wie jetzt zu aktuellen Strompreisen teuer einkaufen muss, dann wird er zu minimal günstigeren Konditionen natürlich den Strom vom eigenen Dach nutzen. Andererseits bietet es auch dem gemeinnützigen Wohnbau die Möglichkeit, wirklich günstige Tarife den Mietern anzubieten, um hier die Betriebskosten zu senken, weil man sich da wirklich an den Gestehungskosten orientieren kann. Ja, aber es gibt also keine Begrenzung nach oben und nach unten. Ich bin quasi wirklich frei in meiner Preisgestaltung, grundsätzlich. Man ist grundsätzlich frei in der Preisgestaltung, vollkommene Preisautonomie. Mhm. Es richtet sich nicht nach dem Marktpreis, aber natürlich ist der Marktpreis ein Indikator für jeden einzelnen Teilnehmer, weil es unrealistisch wird, wenn zu Wucherpreisen der Strom vom eigenen Dach ohne die Netzkosten jetzt zu Wucherpreisen bezogen werden kann, weil dieses Angebot wird wahrscheinlich nicht angenommen. Aber es gibt jetzt keine Einschränkung von also keine Ausschließbarkeit oder kein Ausschluss von gewerblichen Nutzungsgründen. Also Einkaufszentrum, wie du erwähnt hast, geht genauso? Richtig, genau. Es gibt da keinen Ausschluss von, wie wir es von den Energiegemeinschaften kennen, von großen Unternehmen, weil dieses Kriterium der Beherrschung oder eines quasi Einflussnahme auf einen Bereich des Stromnetzes ist da ausgeschlossen, weil es sich wirklich beschränkt auf die Liegenschaft, auf die Hauptleitung. Also es ist ein extrem spannendes Konstrukt. Danke, dass du uns auch diese technischen Details näher gebracht hast. Also wir können schlussfolgern, gerade im urbanen Raum, wo eben tendenziell viele Leute auf engerem Raum zusammenwohnen, gibt es sicher einen Haufen von Anwendungsfällen für so eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Sie ist aber eigentlich sehr unbekannt und kaum jemand kennt sie und sie wird auch nur sehr eingeschränkt bisher wirklich angewandt, obwohl es natürlich Anwendungsfälle en masse gibt. Und wir freuen uns, dass vielleicht auch anlässlich dieses Webcasts wieder das Interesse daran ein bisschen steigt. Und möchte ich auch gleich die Gelegenheit nutzen, mich bei Matthias zu bedanken, dass er uns auch noch zur gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage seine Expertise zur Verfügung gestellt hat. Und wir wollen uns auch gleich verabschieden von Ihnen. Das waren jetzt alle vier Teile dieses Webcasts. Und für Fragen stehen wir natürlich gern wieder zur Verfügung unter den angeführten Kontaktdaten. Und wir wünschen noch einen schönen Tag und auf ein baldiges Wiedersehen. Es wäre schön, wenn wir uns mal hören. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.